Ich war jetzt Besuch auf dem Roswald, wo bereits die vierte Holzbildhauerwoche stattgefunden hat. Holzbildhauerinnen und Holzbildhauer aus verschiedenen Teilen der Schweiz haben hier während 5 Tagen die Möglichkeit gehabt, aus einem ca. 2 Meter langen Rundbäumstamm eine Skulptur oder ein Werk zu kreieren. Im Anschluss an die Woche haben die Leute, die sich für die Kunstwerke interessieren, die Möglichkeit gehabt, die Skulpturen auch zu kaufen. Der Marcel Eier aus Riebrig ist einer der Holzbildhauer, die ihr Talent auf dem Roswald zum Besten gegeben haben. Er ist aber auch ganz gleich um der Initiant der Holzbildhauerwoche auf dem Roswald. Was für Ziel hat die Woche aber eigentlich? Ja, es ist schon vor allem, dass wir uns prüfen ein bisschen, dass die Leute sehen, dass das wirklich gibt, dass man das noch lernen kann. Und vor allem auch für die Touristen, die hier auf und ab gehen, hier auf dem Roswald, dass man etwas bieten kann. Weil man sieht schon, es sind sehr viele Leute, die einfach, das kann man schauen, weil man kann sehen, es ist spannend. Die so jeden Tag kommen, am Morgen schauen, am Abend schauen, am nächsten Tag wieder, wie sich das entwickelt. Das ist sicher sehr interessant für die Zuschauer. Und wie viele Holzbildhauer sind hier während 5 Tagen am Arbeiten? Also wir sind 11 Stück, sind wir hier am Arbeiten. Es sind Lehrlinge, also eine Lehrtochter. 3 sind, die jetzt im Juni abgeschlossen haben. Und das sind die anderen, die einfach Selbstständige sind, die auf dem Beruf arbeiten oder Angestellte. Und wir sind 3 Fachlehrer von der Schule hier. Wie kann man sich als Nicht-Holzbildhauer die Woche genau vorstellen? Ja, wir haben jetzt am Sonntag haben wir abgemacht. Sie waren irgendwie alle sind angereist, sind angekommen. Und haben wir am Sonntag einfach sogar geschaut, welchen Stamm das wäre. Jedes braucht oder bei uns gelesen. Am Montagmorgen haben wir angefangen, sie verteilen noch grad, grob zu sagen. Und dann ist einfach nachher direkt losgegangen. Voll zuerst einfach mit den Kettensägen anfangen. Und wie genau haben sich die Künstler auf die Woche vorbereitet? Ja, man sieht schon, also die meisten haben irgendeine Zeichnung mindestens oder das Plastilinmodell oder das Gipsmodell vorbereitet. Dass man Anhaltspunkte hat, für darauf loszugehen. Aber am Anfang für den Zuschauer ist es halt schon, es ist vielleicht ungewohnt, das ist der runde Stamm. Ja, wenn man dann weiss, was da draus kommt, ist es noch schwierig, sich vorzustellen. Gearbeitet wird mit regionalem Lärchenholz. Und auch sonst hat jeder Holzbildhauer und jede Holzbildhauerin die gleichen Voraussetzungen. Ja, es hat jeder hat sein eigenes Werkzeug. Ich habe etwas Sorgen habe ich bekommen, zur Verfügung von einer Firma, die wir können brauchen, dürfen brauchen, nutzen. Aber es hat eigentlich schon jedes scheiß eigenes Werkzeug da. Das Holz hat jeder einfach einen 2-meterigen, lärchigen Stamm. Einer ist ein bisschen dicker, einer ein bisschen dünner. Aber da muss man sich ein bisschen darauf anpassen. Aber nicht nur für die Touristen und Einheimischen ist es eine spannende Abwechslung gewesen, den noch 11 Holzbildhauer über die Schulter zu schauen. Auch die Handwerker selber profitieren von der Woche. Ja, es ist sicher, dass man sieht, wie die anderen arbeiten, was sie machen und was wir euch haben. Es ist ein guter Zusammenhalt, also die Kollegschaft, die man untereinander hat. Ja, das ist etwas, was man in so einer Woche wirklich pflegen kann und ausbauen kann. Und das Schöne daran ist ja auch, dass von diesen 11 Holzbildhauer und Holzbildhauerinnen auch 11 total verschiedene Skulpturen und Werke entstanden sind, wo der Fantasie aber keine Grenzen gesetzt worden sind. Ja, dieses kleine Blümchen, es heisst Vergissmeinnicht. Ein Dirndl hin, ein Streusel blauen Stern und gib dir gleich ein Bussel drauf und sag, ich hab die gern. Das Dirndl sag, mein lieber Bub, dir will ich ewig gehören. Und treu sein wir's, vergiss man nicht mit seinem blauen Stern. Und treu sein wir's, vergiss mein nicht mit seinem blauen Stern. Ein altes Mutter sitzt allein und denkt an ihren Sohn.
der lange schon verschollen, gar oft träumt sie davon. Doch plötzlich klopft es leise, sie glaubt, er ist es nicht. Doch draußen steht ihr lieber Bub, mit der Strauß vergiss man nicht. Doch draußen steht ihr lieber Bub, mit der Strauß vergiss man nicht. Sie fällt ihrem Buben gleich um mein Häus und weint vor lauter Freude. Der schönste Tag in meinem Leben, der ist für mich wohl heut. Liebs Mutter, bitte wein nicht, jetzt bin ich doch bei dir. Will immer bei dir bleiben. Und so freuen wir uns jetzt schon auf die nächste Holzbildhauerwoche auf dem Roswald, die in 2 Jahren wird stattfinden. Bleiben, geh nie mehr fort von dir.